Willkommen, Freunde, zu einer neuen Folge von Estranged. Irgendwo sind wir hier unterwegs. Ich weiß nicht wo, aber in der letzten Folge, am Ende der letzten Folge, haben wir noch diesen lieblichen Zombie getötet. Ja, der ist auf jeden Fall wirklich tot. Und jetzt geht's weiter. Ich hoffe natürlich, dass wir wieder rauskommen. Wir sind ja irgendwo da in der Kanalisation gewesen und jetzt hier, ich weiß gar nicht mehr wo genau. Aber es wäre schön, wenn wir vielleicht dann die Insel nochmal oberhalb sehen. Oh, ich glaube, jetzt sind wir schon... Ah, jetzt sind wir bestimmt schon bei diesem ominösen Unternehmen. Im Gebäude drin. Das war natürlich clever, durch die Kanalisation zu kommen. Das habe ich gut gemacht, auf jeden Fall. Das war natürlich alles mal eine Idee. Jetzt geht's hier wieder runter, oder was? Hö, wo geht's jetzt hier lang? Da ist auch ein Zombie drin. Hier brauchen wir einen Schlüssel, glaube ich, oder? Alter Schwede. Da ist der Schlüssel. So, mal gucken, ob da noch irgendwas liegt. Kann man das nehmen? Das ist noch so ein Zettel. Das kann man aber kaum lesen. Was steht denn da? Stefan. Es wird spät, irgendwie kannst du den Schlüssel bitte zurücklegen. Achso, ich schulde dir ein Bier. Kollege. Ja, hat er dann scheinbar nicht gemacht. Okay. Kann man hier denn eigentlich? Auch zu, oder? Auch alles zu, ne? Na gut, dann geht es jetzt hier auf jeden Fall weiter. Boah, hier sind bestimmt noch viel mehr Zombies. Hey, woher kommt denn das mit dem Wasser die ganze Zeit her? Boah, drei Schläge auf den Kopf. Und dann funktioniert das, dann sind die tot. Boah, ist das laut. Geht's jetzt hier weiter? Ist alles zu hier. Hä? Die war doch offen? Was? Hä? Habe ich das nicht gerade ausprobiert? Hallo? Möchte mich anmelden? Ach so. Der macht ein Nickerchen, der Typ da. Boah, Alter, der hat aber auch einen riesigen... Aua! Na! Alter, habe ich mich erschrocken. So, das ist der Server hier. Kann man hier irgendwas kaputt machen? Nein, natürlich nicht. Aber ich würde den Fernseher gerne... Nein, nicht die Tastatur, den Fernseher gerne mitnehmen. Oh Mann, wir haben keine Batterien mehr. Was? Wir haben gar keine Batterien... Ah, ich glaube, wir hatten die ganze Zeit die Taschenlampe angehabt. Blöd gelaufen. So, hier ist wieder der Aufzug. Das ist auch so super. Wenn es da nicht weitergeht, einfach die Scheibe zerschlagen. Was auch sonst. Jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Und hier geht es dann bestimmt weiter. Und da hinten liegt wieder ein Zombie. Und da liegt er auch schon wieder. Ah, Mann. Boah, die sind echt stark. Wir bräuchten mal ein bisschen Energie. Energie... Dann würde sich der Patrick auf jeden Fall sehr freuen. Boah, ich dachte schon, wo kann man denn jetzt hier diesen Wasserdampf ausstellen? Eigentlich, normalerweise wäre ich da jetzt mitten reingelaufen. Das sieht mir sehr ähnlich. Haben wir jetzt Munition gefunden für die Pistole, die wir gar nicht mehr besitzen? Oder haben wir die dann doch noch? Nee, haben die uns abgenommen.
Wäre gut, wenn wir die Pistole vielleicht nochmal wiederbekommen könnten, aber ich glaube, selbst wenn wir die nett fragen, geben sie uns die nicht wieder. Das waren ja doch die von diesem Unternehmen hier, oder? Diese skrupellosen Typen da. Die haben bestimmt auch den Leuchtturm ausge... oder abgeschaffen. Abgeschafft. Weil der sich nicht mehr gelohnt hat. Die 5 Euro im Monat, das war denen zu viel. Und das erinnert mich wirklich an Lost Coast. Von Half-Life. Kennt man ja vielleicht so. Wo man dann auch hier so an der Küste da hochklettert. Boah, sehr geil. Guck mal hier. Ist das unser Boot? Ah, ne. Kann ja gar nicht unser Boot sein. Aber hier ist auf jeden Fall auch nochmal eins gestrandet. Und hier geht's weiter hoch. Nur mit einem Hammer bewaffnet schlagen wir uns den Weg in die Küste nach oben entlang. Ja. Und eine Leiter, die vertrauenserweckend aussieht. Sehr vertrauenserweckend. Und eine Höhle. Will nicht wissen, was da drin so haust. Oh, das ist sehr nett von euch. Schnell da durch, wir haben nicht so viel Batterie. Ark Corporation. Okay. Dann sind wir hier sehr richtig. Ja. Okay, hat funktioniert. Oh, das ist ein Pappkarton, den können wir nicht kaputt machen. Aber die Bank natürlich, die können wir kaputt machen. Eine sichere Bank. Das macht einfach Spaß, ich muss einfach hier alles kaputt machen. Ich liebe das einfach. Ich habe in Half-Life auch jede Kiste kaputt gemacht. Ach, das ist Energie, ne? Ich habe ja eben gesagt, das ist Munition, das sieht beides fast gleich aus, aber ich glaube, das war immer nur Energie. Wenn ich mal auf die Anzeige gucken würde, müsste ich das auch. Hallo? Ja? Oh, thank God. I thought everybody left. Hey, can you get me out of here? There should be a key card somewhere, I think. Ja, ob ich das kann. Dr. Klein ist das bestimmt, oder? Ja, okay, eine Keycard brauchen wir. Ich glaube hierfür. Da ist das unmissverständlich an die Wand geschrieben. Excellent. Now open the door, quick. Wie sieht der denn an? Lyme Jones. My name is George Richmond. Okay. Wait, how did you get in here? Mit dem Hammer hier. It doesn't matter. We've got very little time. Follow me. We've got to get to the communications room and radio out. Come on. Ja, du hast vielleicht keine Zeit. Ich guck mir erstmal deine Zelle an. Let's see if I still remember this. Ah, good. Moment, ich muss mal kurz gucken. Oh, the range, perfect. We'll need something more powerful than that hammer of yours. Oh ja, das wäre super. Ja, okay. Weil man es kann, habe ich das mal gemacht. Hier auch noch was? Nee, ne? Man hätte ihn auch hier beobachten und stalken können. Aber dann suchen wir uns jetzt erstmal eine Waffe aus. Ja, eine richtige Waffe. Oh, wir sind voll. Oh, bake sale in July? Was? Oh, that's the food guy. Ja, aber wo? Fascinating. Alter. Well, that one's old. Somebody should take that one down. Oh, Leute. Na gut, es reicht. Man könnte das jetzt wahrscheinlich ewig noch so weitermachen. Das Quietschen stört mich gerade so ein bisschen. Aber cool, dass man das auch hier so eingebaut hat. You finished? Great. Ja. Let's ja, move ja. On. Alles klar, wobei, das sieht schon sehr interessant aus. They could have easily used a card reader here, but no. So, dann geht's jetzt wieder raus, oder? Nee, doch nicht. Ich würde gerne mal raus, aber nee, wir wollten ja zum Kontrollraum.
Ah ja, gut, das ist auf jeden Fall ein Argument, das sich nicht entkräften lässt. Das wäre echt cool, wenn wir den Typen mit dem weißen Anzug einfach so vorgehen lassen und wir mit der Bewaffnung und so einfach hinten hinterher. Aber der kennt sich ja aus, wir nicht, also insofern. Boah, für eine schillige Musik. Ja gut, da ist auch ein Kreuz drauf. Es ist Energie, definitiv. Kann ich nicht mehr wechseln? Ich hätte jetzt eigentlich gerne den Hammer gehabt. Na gut. Er ist schon weitergegangen. Ich nenne ihn einfach mal Dr. Klein. Damn. Look at this place. Ja. Great. Let's see how we can solve this. Bestimmt hier. Oder auch nicht. Huh. Ja, ich bin ein Macher. La 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 la. Cool, ne? So, da kann man das bestimmt hier abstellen. Hallo? So. Soll ich dich noch tragen, damit du keine nassen Füße bekommst? Ja, okay. Boah, das sieht echt aus wie Black Mesa hier. Hang on, let me check something. Ja, ist kaputt. Irgendeiner hat hier drauf geschossen. Oh, ein Profi. Passiert gar nichts. The generator is close to overheating. Nein, das ist ein Loch im Bildschirm. We need it to be stable to use the communications equipment. Okay. Ah, someone left themselves logged in upstairs. I can't do anything until their workstation is logged out. Natürlich, klar. Can you go on up there and see ja. if you can unlock it? You'll have to go up two floors. I'll meet you in the communications room. It's on the same floor. Ja, das sind die ganz normalen Aufgaben eines Fachinformatikers. Ich fühle mich an meine Vergangenheit erinnert. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Hier? Gucken wir uns mal hier so ein bisschen um. Oh, sorry. Ja, cool, cool, cool. Sehr cool gemacht. Ist das zu hier? Floor Training Administration, Marketing and Sales. Die Laboratorien und die Cafeteria ist hier. Basement and Sample Holding. Das heißt, wir müssen nach... Ja, klar. Training and Administration uns dann da abmelden und dann kann der da irgendwie auf was weiß ich zugreifen. Ich weiß gar nicht, was wir genau machen wollen sollen. Aber das kriegen wir schon hin. Läuft. Bin da guter Dinge. Also in den Keller will ich nicht nochmal. Ich meine, aus dem Keller kommen wir ja. Aber könnte man nach unten? Das weiß ich gar nicht. Müssen wir gleich mal ausprobieren. Vielleicht geht das ja. Schauen wir mal, schauen wir mal, schauen wir mal. Ah, fuck, Zombies. Die sind eingesperrt, oder? Alter. Oh Mann, das ist jetzt schlecht, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey. Integration, was? Maus wollte ich gerade. Move. Ach, move forward. Don't move back. Don't move side race time. Now, go sell dreams. Hä? Integration? Verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Was? Sehr schönes Bild. Sehr, sehr schön. Hallo? 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 Keiner hier? Alles sauber? Seltsam für so ein Spiel. Gucken wir mal bei den Männern. Das sieht bestimmt ein bisschen anders aus. Okay. Alles in Ordnung, Professor, Doktor, was weiß denn ich? Was wollten wir jetzt machen? Achso, wir sollten uns abmelden.
abmelden. Gut, dass ich Profi bin. Erstmal E-Mails checken. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Haben wir jetzt schon? Och, wie süß. Oh Mann. Ich wollte E-Mails checken, geht da nicht, oder? Oh, das wollte ich gerade gar nicht machen. Ja. Hier sind überall nur Bilder, aber wie man sich jetzt hier abmelden kann, weiß ich gar nicht. Ach, jetzt schieße ich die ganze Zeit da drauf. Ja, kann man sich auf jeden Fall alles so angucken. Ah, okay. Ich habe gesehen, wie du den Manager behandelt hast. Verehrerin, Anonymous. Okay. Ich mochte wirklich die Art, wie du den Manager heute behandelt hast. Du bist ein Tier, wenn du wütend bist. Ich mochte, wie der Schweiß von deinem Doppelkinn getropft ist. Das hat was. Deine Verehrerin. Ja, so E-Mails kriege ich auch jeden Tag. Ich war allein im Pausenraum. Ich wollte dir beim Essen zusehen, aber du bist nicht gekommen. Mache ich dir Angst? Ich verspreche, dass ich nicht so eine bin. Schau, wir können es morgen noch einmal probieren. Ich werde warten, deine Verehrerin. Hi Christian, ich habe das dem Personalmanagement und dem internen Support gemeldet. Die werden versuchen, die Verehrerin aufzuspüren. Du musst zugeben, dass die ganze Geschichte urkomisch ist. Hyrule, ich kriege ständig diese, also das haben wir jetzt an ihn geschickt, an den Support halt. Oder, nee, an diesen Typen da. Ich kriege ständig diese seltsamen E-Mails von irgendwem, der behauptet, meine Verehrerin zu sein. Die kommen auch von Anonymous, also bla bla. Hier ist ein Auszug aus einer. Christian, ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Von dem Moment an, als ich dich das erste Mal im Pausenraum sah, wusste ich, dass du der eine bist. Von den schmierigen Hähnchenflügeln, die langsam über deine Lippen rieben. Du bist ein sehr starker Mann. Ich hoffe, dass ich dich dort morgen und um dieselbe Zeit wiedersehe. Ich werde warten, deine Verehrerin. Ich sehe ein, dass wir neulich einige Differenzen hatten, aber ich brauche hier Hilfe. Zuerst war es komisch, jetzt ist es geradezu unheimlich. Kann dies als offizielle Beschwerde gelten? Christian. So, Pausenraum. Ja, das haben wir eben gelesen. Sehr seltsam auf jeden Fall. Hier nochmal ein paar schöne Impressionen von diesem Spiel und von Katzen. Natürlich ganz viele Katzenvideos und so. Leute, das Spiel ist genial einfach. Passiert da auch irgendwas? Ich feiere das Spiel ja schon so ein bisschen. Habe ich fast noch gar nicht gesagt, oder? Ja, aber ansonsten weiß ich nicht, wie man sich abmelden kann, weil ich sehe hier sonst nichts. Ich gehe jetzt hier mal raus. Oder kann man hier wirklich an... Boah, dieser blöde Bonsai, kann man hier auch dann dran? Nee, ne? So, erstmal was trinken. Ich drück hier und es kommt dann da raus. Oder nee, hier ist auch was rausgekommen, glaube ich. Wie melde ich mich denn jetzt hier ab? Um Himmels Willen. Wenn ich das jetzt wüsste. Haben wir jetzt eigentlich schon gemacht, oder? Naja, wirklich abgemeldet haben wir uns nicht. Aber man kann jetzt hier einfach so weiterfahren, oder? Ach, das war Marketing and Sales. Wir sind ja nur eins hoch. Wir müssen zu Training and Administration. Sorry. So sorry. How to deal with unpredictable chemicals and compounds. Professor David Stocks, Arc Lead Hazard Engineer. Alles kaputt.
Also, was heißt kaputt? Wir haben halt keine Verbindung oder können keine Verbindung zum Server aufbauen. Today's Meeting. Customer Relations, also die Verbindung zum, zum Kunden hier. Wie sehen die Kunden uns? Can we... Hallo. Grow your seed. Also lasse deinen Samen wachsen, oder? Deine Saat wachsen lassen. Oh, guck mal hier. Taschenlampe, ob wir die noch brauchen werden im späteren Verlauf. So, hier können wir uns dann abmelden, bestimmt. Beziehungsweise andere ab... Ah, fuck. Wie hieß denn die Katze? Nein! Oh, Mann. Weiß ich doch gar nicht. Das hieß... Das stand bestimmt unten. Ja. Achso, ihr Hund Alex, okay. Erholt sich und reagiert gut auf die Medikamente, die wir ihm verabreicht haben. Sie können Alex am Montag abholen. Danke. Judy Ferrand. Ernsthaft? Was ist das für ein Gestank? Hast du mein Mittagessen gesehen? Hey, hast du mein Mittagessen gesehen? Ich habe es im Kühlschrank gelassen und jetzt ist es weg. Falls sie es schon wieder genommen hat, drehe ich durch. Sie nimmt immer meine Sachen, Francis. Ja, das muss unglaublich schlimm sein. Was war der Alex? Nein. Achso, englische Taste. Ja. Nee. So. Boah, ich dachte gerade, mein Computer wäre abgestürzt. Okay, wir haben uns erfolgreich abgemeldet. Hey, can you hear me? Ja. The power went out on your floor. I don't know if you can hear this, but the generator is stable now. I'll wait for you in the communications room. Just keep going, you'll find it. Alles klar. Boah, die Geräusche sind aber auch fies, ey. Wir gucken uns hier noch so ein bisschen um, ne? This meeting, assignment, is a mentor, blah, to mentor. Ach ja, die Musik macht mir gerade wieder ein bisschen zu schaffen. Ein klein wenig. Kommen wir hier weiter? Alter, hab ich mich... Ja, die sollten vielleicht hier noch Texturen auf die Dinger tun. Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Ist das jetzt der richtige Weg, den ich mir hier ausgesucht habe? Oh, guck mal hier, ein Blick nach draußen. Ja, ich würde sagen, ich mache an dieser Stelle nochmal eine kurze Pause und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von diesem schönen Spiel wieder. Bis dahin, ciao!